Gestalten aus dem Internet, ich heiße euch zu einem neuen Video vom Zombie-Magazin herzlich willkommen. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem ganz klassischen Thema, nämlich den Universal-Monsterfilm. In diesem Sinne, willkommen in einer neuen Welt der Götter und Monster. Unter dem Titel Dark Universe eröffnet Universal Pictures mit Die Mumie ein neues Cinematic oder Shared Universe. Bedeutet, es wird bei Erfolg eine neue Filmserie entstehen, die im besten Fall über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, eine große zusammenhängende Geschichte über mehrere Filme erzählen wird. Als zweites Kapitel in diesem Dark Universe wurde bereits Frankensteins Braut angekündigt, der im Februar 2019 in die Kinos kommen soll. Ein dritter Film namens Der Schrecken vom Amazonas befindet sich bereits in der Vorproduktion. Und namhafte Hollywood-Stars wurden ebenfalls schon verpflichtet, um bedeutende Rollen innerhalb des Dark Universe zu übernehmen. So wird Johnny Depp den unsichtbaren Mann mimen, Javier Bardem wird Frankensteins Monster spielen und Russell Crowe hingegen hatte seinen ersten Auftritt bereits in Die Mumie als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und ihm wird hier die besondere Rolle zuteil, eine Verknüpfung zu den klassischen Universal Monster Movies, auf denen das Dark Universe basiert, herzustellen. To a new world of gods and monsters. Das sehr charmante Marketing zum Film stellte bereits die filmhistorische Verbindung zu den klassischen Universal Monster Movies somit her. Eine gute Gelegenheit, diese einmal kurz vorzustellen. Unter den Universal Monster Movies versteht man eine Reihe von klassischen Horrorfilmen, die von den 1920ern bis in die 1960er Jahre von Universal Pictures produziert wurden. Darunter fallen Klassiker des Horrorfilms wie etwa Dracula mit Bela Lugosi oder Frankenstein mit Boris Karloff, beide aus dem Jahr 1931, als auch die unglaubliche Geschichte des Mr. C von 1957. Der letzte Film aus dieser Reihe stellt das B-Movie The Leech Woman von 1960 dar. Ihren Anfang hatten die Universal Monster Movies mit dem Stummfilm Der Glöckner von Notre Dame von 1923. Es folgten in den 20er Jahren noch Filme wie Das Phantom der Oper oder Spuk im Schloss, aber das, was wir heutzutage unter den klassischen Universal Monster Movies oftmals verstehen, begann streng genommen erst im Jahr 1931 mit Dracula. Dieser Film entwickelte sich zur Überraschung von Universal zu einem Kassenschlager, sodass man händeringend nach weiteren Horrorstoffen suchte. Noch im selben Jahr entwickelte man Frankenstein und veröffentlichte diesen im November 1931. Ursprünglich sollte Bela Lugosi auch hier mitspielen und Frankensteins Monster mimen. Aufgrund des aufwendigen Make-up-Prozesses, welcher Lugosi missfiel, übernahm Boris Karloff den Part. Lugosi und Karloff sollten in den nächsten Jahren auch in zahlreichen weiteren Universal Monster Movies auftreten und quasi die Gesichter der Reihe darstellen. Karloff mimte auch die Mumie im gleichnamigen Horrorfilm von 1937. Neben Dracula, Frankenstein und dem Wolfsmenschen eine der populärsten Figuren der gesamten Filmreihe. Ein weiterer Schauspieler, der eng mit diesem Film verbunden gewesen ist, war Lon Chaney Jr., dessen Vater Lon Chaney, der bereits 1930 verstarb, mimte 1924 den Glöckner von Notre Dame, als auch 1927 das Phantom der Oper und war unter dem Spitznamen der Mann mit den 1000 Gesichtern bekannt. Sein Sohn wurde vor allem durch die Rolle des Wolfsmenschen bekannt und ist der einzige Schauspieler, der alle vier großen Horrorcharaktere aus dem Universal Monster Universe gespielt hat. Eben den erwähnten Wolfsmenschen im gleichnamigen Film oder auch die Mumie in The Mummy's Tomb von 1942
als auch Frankensteins Monster in Frankenstein kehrt wieder, ebenfalls von 1942, sowie Graf Dracula in Draculas Sohn von 1943. Wobei erwähnt werden sollte, dass es sich hier eigentlich um Graf Alucard handelte, einen Nachfahren von Graf Dracula. Wie man an den Jahreszahlen gut erkennen kann, produzierte Universal Pictures ihre Horrorfilme wie am Fließband. Alleine von 1940 bis Ende 1944 wurden rund 29 Universal Monster Movies veröffentlicht. Richtig gehört, 29 Filme innerhalb von 4 Jahren. Da kann selbst das Marvel Cinematic Universe nicht mal ansatzweise mithalten. Und all das, was wir an der heutigen Kinolandschaft gerne monieren, gab es im Grunde bereits vor 80 Jahren schon. Ihr seid müde von den ganzen Fortsetzungen? Nun, nur von Frankenstein wurden insgesamt 7 Fortsetzungen gedreht, von denen das erste Sequel, Frankensteins Braut von 1935, gemeinhin sogar als besser als das Original bezeichnet wird. Der 5. Frankenstein-Film, Frankenstein trifft den Wolfsmenschen aus dem Jahr 1943, stellt sogar eine direkte Fortsetzung zu Der Wolfsmensch von 1941 dar. Heißt, Universal Monster aus 2 unterschiedlichen Filmreihen trafen nun aufeinander und führten ihre jeweiligen Geschichten in diesem Crossover-Film direkt fort. Exakt dasselbe, was Marvel oder DC mit ihren Cinematic Universes heute tun. In Frankensteins Haus von 1944 tritt neben Frankenstein und dem Wolfsmenschen auch noch Dracula auf. Nebenbei wurden auch Spin-off, also Ablegerfilme, inszeniert. 1933 erschien bereits Der Unsichtbare, 1940 folgte die Fortsetzung Der Unsichtbare kehrt zurück. Im gleichen Jahr produzierte Universal die Horrorkomödie Die Unsichtbare Frau. Interessant ist auch hier, dass man versuchte, weitere Genres, in diesem Beispiel eine Komödie, zu erschließen. 1942 folgte Der unsichtbare Agent, der einen Propagandafilm darstellte, um die Moral an der Heimatfront während des Zweiten Weltkrieges aufrechtzuerhalten. Ende der 40er Jahre produzierte Universal weitere Crossover-Filme in anderen Genres mit dem Comedian Abbott und Costello. Auch hier traten zahlreiche der klassischen Universal Monster auf. 1955 erschienen Abbott und Costello als Mumienräuber. Es sollte der letzte Film mit einem der klassischen Universal Monstern sein. In den 1950er Jahren besann sich Universal auf neue Produktionen, die oftmals nicht mehr zu den klassischen Universal-Monster-Filmen hinzugezählt werden. Man sollte diese aber nicht missachten, denn hierunter fallen zahlreiche Klassiker des fantastischen Kinos, wie zum Beispiel Der Schrecken vom Amazonas, Meta Luna 4 antwortet nicht oder auch Tarantula. Im Mai 1960 endete die Ära der Universal Monster Movies mit dem bereits erwähnten The Leech Woman. Dieser doch sehr günstig inszenierte Film wurde nur gedreht, weil Universal Pictures für den amerikanischen Vertrieb des britischen Horrorfilms Dracula und seine Bräute einen weiteren Film benötigte, um eben 2 Filme als Double Feature den Kinos anbieten zu können. Dracula und seine Bräute stammte aus dem Hause Hammer Studios und stellt die erste Fortsetzung zu Hammers legendären Dracula mit Christopher Lee dar. So kann man durchaus sagen, dass mit dem Double Feature The Leech Woman und Draculas Bräute 2 legendäre Horrorserien sich im Grunde Hand in Hand abwechselten. Nach der Ära der Universal Monster Movies begann die Ära des Hammer Horrors. Aber dies wäre dann natürlich eine andere Geschichte. Über die Jahre versuchte Universal Pictures mehrmals, einzelne Figuren oder gar die gesamte Reihe zu rebooten.
Bekanntestes Beispiel dürften die finanziell enorm erfolgreichen Mumienfilme mit Brendan Fraser gewesen sein. Dessen Regisseur Stephen Sommers versuchte sich 2004 auch an einer Verfilmung von Van Helsing und baute in dieser mehrere klassische Universal-Monstren wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde als auch Frankenstein ein. Die Verfilmung scheiterte jedoch künstlerisch als auch finanziell. 2010 folgte ein Remake von Der Wolfsmensch unter der Regie von Joe Johnston. Auch dieses floppte leider, obwohl es stilistisch die Originalfilme liebevoll referenzierte. 2014 folgte Dracula Untold, eine Origin Story um Graf Dracula, die tief in der realen Historie Transsilvaniens geebnet war. Diese sollte bereits den Anbeginn eines neuen Cinematic Universe darstellen und machte dies inhaltlich auch sehr deutlich. Aufgrund des Desinteresses der Zuschauer und eher mittelmäßiger Kritiken entschied man sich dazu, einen erneuten Reboot vorzunehmen. Das Ergebnis ist die Mumie mit Tom Cruise, der derzeit in den Kinos läuft. Ob man die Neuverfilmung von Die Mumie und somit den Anbeginn des Dark Universe mag oder nicht, sei einmal dahingestellt. Der neue Film hat allerdings schon eines geschafft, nämlich dass wir wieder über die klassischen Universal Monster Movies sprechen. Werke von unglaublicher filmhistorischer und künstlerischer Bedeutung. Werke, die Generationen von Filmemachern und Filmfans weltweit beeinflusst haben. Werke aus einer anderen, längst untergegangenen filmischen Epoche, die uns eine neue fantastische Welt eröffnete. Eine Welt voller Götter und Monster. Your spirit that has wandered through so many forms and so many ages.